Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir haben uns für das Blut des Egels Ich entschieden. sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Wie keine Aufmerksamkeit? Wir sind doch überhaupt gar nicht in einem Sperrgebiet oder so. Hallo? Ist das das Werk des Blutegels? Ja, jeden Tag neue Leichen. Ja. Wenn du das einzige Ziel für die Angst deiner Leute bist, werden sie sich gegen dich wenden. Sie fürchten sich. Um mich reinzuwaschen, muss ich ihnen den Blutegel bringen. Wie viele Leichen sind es inzwischen? Um die 20 wurden gefunden. Ganz sicher das Werk des Blutegels. Woher willst du das wissen? Die Augen wurden ausgeschält. Leere, schwarze Höhlen. Wie bei Tryggs Wache. Hier müssen jeden Tag Hunderte von Leuten vorbeikommen. Hat niemand etwas gesehen? Wir sind am Flussufer. Alle Missetaten der Stadt fließen hier zusammen. Hast du was von Stowe gehört wegen des Pfeils? Ich konzentriere mich auf den Blutegel. Machst du dir Sorgen? Ach nein, ich wollte nur wissen, wie es dem Spatzenherz geht. Ihr zwei steht euch nah, wie Brüder. Ja, wie Brüder, könnte man sagen. Erke, sag mir, dass das nicht sie war! Es war nicht deine Tochter, Güda. Atme auf. Oh, Freya, sei Dank! Ich hatte solche Angst, dass ich sie hier finde. Sie macht Botengänge für einen Schmied, der sie in diesen Hafen schickt. Meist bei Nacht. Ich ertrage das nicht. Aha. Sie arbeitet für einen Schmied? Weißt du auch wo? Sie hat mir nie gesagt, wie er heißt oder wo er arbeitet. Schweigsam wie sonst was, das sture Gör. Ich habe sie seit 2 Tagen nicht gesehen und fürchte das Schlimmste. In London muss man immer das Schlimmste fürchten. Was genau war ihre Aufgabe? Einfache Botengänge. Sie lieferte Dinge aus, tauschte sie gegen Hacksilber und eilte zurück zu ihrem Schmied. Kennst du den Namen des Mannes? Nein, ich wünschte, es wäre so. Ich würde ihm die Ohren und Klöten abschneiden. Erinnerst du dich sonst an irgendetwas? Ein Nachbar sagte mir, er hätte Regner unter der Lundenbrücke herumlungern sehen. Damals war ich ganz krank vor Sorge. Das ist doch ein guter Anfang. Danke, Güder. Ein zwielichtiger Schmied, ein vermisstes Kind. Eine interessante Spur. Die Lundenbrücke nach Sonnenuntergang ist ein Besuch wert. Gut. Ich bleibe hier und sorge für Ruhe. Und Eivor, werde nicht unvorsichtig hier im Hafen. Würde ich sowas je tun? Okay, es zeigt sich nur in Was der ist das für ein Lied? Nacht. Ich kenne es irgendwoher. Das ist das Lied der Heilerin, oder? Habe ich Sie das singt hier es schon mal immer, wenn gelesen? sie Ich glaube ja, vorbeikommt. ne? Es wurde noch einer angespült. Aus dem Weg! Lass den Mann arbeiten! Ich meine, ich hatte das schon mal gelesen, als ich den Schatz hier geplündert hatte. Mir fällt allerdings gerade auch ein, dass ich die Folge. Hallo? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch nur eine Schlange getötet. Schreit mich doch nicht so an. Oh. Okay, da hinten ist die Brücke. Das ist, glaube ich, wieder eine zum Anheuern, ne? Ja. Okay. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob mir das irgendwelche Vorteile geben soll, jemanden anzuheuern, weil ich denke mal nicht, dass sie stärker sind als meine Leute. Hilf mir. Sei meine Augen. Achso, da ist sie. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch noch nicht da. Es ist nur. Also, ich persönlich finde es immer sehr blöd. Oder sehr schade, wie auch immer man es nennen möchte. Dass man nicht vernünftig dem Ziel bis zum Ende folgen kann, stellenweise. Sondern wenn das so ein Gebiet ist, dass man dann einfach ja, das Ziel ausgeschaltet bekommt. Und wenn man es gar nicht mitbekommen hat, dann wundert man sich, warum man hier nichts findet. Unter der Brücke. Wir können jetzt meditieren, bis Abend ist. Die Frage ist nur, wo genau müssen wir uns dann treffen? Ich werde jetzt nochmal eben schnell zwischenspeichern. Und dann werden wir meditieren. Um den Abend herauf zu beschwören. Verstecke dich hinter einer Kiste.
Hinter was für einer Kiste? Überblicke das Land, Freundin. Ich meine, ich habe hier schon Kisten gesehen, aber wie soll ich mich dahinter verstecken? Mal schauen. Na, ist doch auf der Seite. Aber von der anderen Seite, wie das aussieht. Ich sollte ihm folgen. Sehen, wohin das führt. Okay. Ich schätze mal, er darf mich dann aber auch nicht dabei erwischen, oder? Dass ich zu nah bin. Okay, offenbar darf ich nicht zu nah sein. Rennt anscheinend jetzt. Das ist schön, dass da hinten Schlüssel ist. Wahrscheinlich muss ich da sogar rein. Diesen Wachen entgeht nichts. Oh ja, okay. Los, Sühnen. Naja, er sagt, jemand ist hinter mir hier, versteckt sich im Schatten. Okay. Hinten ist er also drin. Hm? Ist hier eigentlich irgendwas zum Ausrauben? Nahrung, aber anscheinend sonst nichts, so wie es aussieht. Schwer bewacht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich sehe jetzt so auch auf Anhieb keine Möglichkeit, mich da ranzuschleichen. Obwohl, naja, aber da sind, die sind direkt immer in Sichtweite. Der wird mich wahrscheinlich sehen, wenn ich jetzt hier
Man kann nicht vorsichtig genug sein. Das lief zumindest recht gut. Bisher. Man weiß es ja nicht. Ich denke mal, dass ich mich dann hier rumschleichen kann. Ich hoffe es zumindest. Die sind jetzt beide da drin, okay. Aber die einzigen beiden hier in der Ecke, oder? So, jetzt hat er zumindest keine Probleme mehr mit dem Atmen. So, komme ich da? Ich komme von oben rein. Das ist doch perfekt. Hast du, was man mir schuldet? Ah, wer zum Henker bist du? Ich stelle hier die Fragen. Genau. Aber ich sag mal, eine Freundin. Ich bin eine Freundin, Euer. Dein Bursche hat das Geld. Was hast du mit dem zu schaffen? Ich passe auf ihn auf. Er hatte Angst, dass ihm jemand folgt. Ah, ich wusste, dass er ein Schwächling ist. Nicht wie das Mädchen. Die war zäh wie ein Keiler, die Kleine. Was wurde aus ihr? Sie wurde vor ein paar Tagen krank. Ich schickte sie zur guten Schwester Friedeswitt, der Heilerin in der Stadt. Schwester Friedeswitt? Gebrochene Knochen, Furunkel am Arsch oder Nachblutungen. Sie bringt das in Ordnung. Für so eine Arbeit braucht sie das richtige Werkzeug. Braucht sie und hat sie. Sie kommt zu mir, wenn sie etwas braucht, und ich schmiede es nach ihren Wünschen. Damit ist jetzt Schluss. Plünderer, wehrt euch! Hat ja keiner gehört, die Rangelei hier. Okay. Finde und töte den Blutegel. Aha. 321, wo ist der jetzt? Der ist in der... Ach so, Moment. Hä? Ja doch, das ist der Fall. Der ist in der Stadt. Okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall aus der Feste wieder raus und ich... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Rüstung noch mitnehmen soll. Da ist ein Schlüssel. Ich meine, so viele Leute sind es ja eigentlich nicht. Und wenn ich schon mal hier bin, dann sollte ich vielleicht gucken, ob ich nicht die Rüstung eventuell mitnehmen möchte. Okay, das war, glaube ich, jetzt doof. Ja, dahinter kommt man nämlich nicht hoch. Nicht raus. Komme ich hier sonst nicht anders raus, oder was? Doch, meine ich doch.
Okay, wo war das jetzt? Wer hatte den Schlüssel? Das ist irgendwo Richtung Kirche. Da sind natürlich so einige, aber die haben auch ein großes Problem an der Backe, wenn ich richtig ziele. Obwohl, ne, doch, die sind hier hinten. So macht das doch Freude. Jetzt sind sie in alle Richtungen verstreut. Ich dachte gerade, da hinten kam noch einer. So, hier links, der guckt so betröppelt. Der versteht überhaupt nicht, was da los ist. Genau, kommt ihr mal schön alle hier rum. Bleib gefasst. Genau, bleib gefasst, damit du der Nächste bist. Der ist da so blöd hinter, den kriege ich wahrscheinlich nicht. Gut, ich meine, es sind nur noch zwei Leute, muss man dazu sagen. Anscheinend. Nee, da ist noch einer. Ich darf jetzt nicht nachlässig werden. Ach, der Typ da drin hat den Schlüssel. Ah, okay. Sehr schön. Die Frage ist, ist das der letzte? Dann würde ich den nämlich auch gerne mit ausschalten. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht war, was ich gerade gemacht habe. Aber ich wollte mal wissen, was dann passiert. Aber anscheinend ruft das nicht die anderen hier als Verstärkung auf. Mal gucken, ob hier noch jemand ist. Die Wachen da hinten. Jetzt nicht einnicken. Eine Kriegsrune, sehr schön. Ja, komm, ich brauche deinen Schlüssel. Das warst du doch, ja. Komm. Kommst du mal nach draußen? Na los. Jetzt kommt der Falsche, oder was? Jetzt kommen sie beide. Hier, ein Stein für deinen Schädel!
Okay. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geklappt hat mit dem Attentat. Ja. Schätze, war nichts mit Spädelschaltung. Genau, mit Schädelspaltung. Ich wollte gerade sagen, kann ich den auch nochmal looten? Das wäre ganz nett, weil der hat nämlich den Schlüssel. So, da drin ist noch was? Ah ja, das war das, genau. Ich will aber nicht, dass der mir eventuell dabei zusieht, wie ich da reingehe. Halt, stopp. Du hast auch noch was Schönes für mich? Da ist die Truhe. Sehr schön. Die aber nicht das hat, was wir suchen. Okay, sehr schlecht. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. In der Richtung. Aber wo? Ach, in dem... Ach so. Muss ich da doch komplett rein? Okay. Muss ich rein oder muss ich nur hoch? Ich schätze mal, ich muss komplett rein, ne? Ich glaube nicht, dass ich da so hoch komme. Wo kommen die denn her? Sind die verbuggt? Ja, du gutes Stück, wo bist du denn? Ist immer noch eine höher, kann das sein? Ja, da ist sie doch. Sehr schön. Sollte aber eigentlich gehen und nicht rumschleichen. Füllen wir hier auch nochmal auf. Und da ist er, der Schmiedehammer. Sehr schön. So, dann würde ich fast sagen, dass wir jetzt hier aus der Ecke alles geholt haben. Ja, perfekt. Ich reise mal eben wieder zurück, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, jetzt da nochmal komplett durchzulaufen durch das Sperrgebiet. Und hole euch dann gleich wieder hinzu, wenn wir beim Egel, was glaube ich, beim Blutegel sind. Und den töten müssen. Was siehst du da oben, Sühnen? Flieg, Freundin. Ach, im Sperrgebiet, ja? Na super. So, wir sind jetzt in der Nähe. Und meines Erachtens nach kommen wir jetzt direkt ins Sperrgebiet rein. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Oder ins Misstrauensgebiet von mir aus. Die habe ich nämlich alle schon platt gemacht und hier die Geheimnisse geholt. Und jetzt muss ich trotzdem wieder auf die andere Seite. Das finde ich jetzt überhaupt nicht nett. Gut, dann... Oh, da hinten steht einer. Wo sind die beiden von unten jetzt hin? Die sind weitergegangen. Oh, hä? Ach, da war noch einer? Oder wie? Oder was?
Warum kann ich kein Attentat mehr machen? Was ist denn jetzt los? Okay, war dann wohl nichts mit so super toll reinschleichen wie beim letzten Mal. Hallo, du sollst da hoch. Hier bricht der Blutegel seine Beute auf. Die Frage ist nur, wo ist er? War der gerade da unten drin? Ja, ne? Okay. Ja, sind zwei Stellen. Wieso sind da jetzt zwei Stellen? Friedeswitz Kammer. Bleib wach! Wieso kann ich von hier ein Attentat machen, obwohl ich da noch gar nicht rum kann? Ich gehe bestimmt nicht an Friedeswitz Kammer vorbei. Nach den Schreien letztes Mal. Kommt der auch mal raus hier? Ah, da ist er. Scheiße. Rennt der denn jetzt hier weg, hallo? Kommt doch mal hoch, Leute. La 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 la. Da hinten kommt einer von der anderen Seite. Das ist nicht gut. Hallo, du sollst den treffen, nicht den anderen. Okay, der Typ scheint jetzt da hinten zu sein. Das genügt. Ah, oh, du bist es. Was die Toten angeht, die wir sammeln, liebe Schwester, stehen wir beide uns in nichts nach. Wie im Gebeinhaus. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Ich schätze, meine Forschung machte mich gierig. Nicht mein Mangel an Mitgefühl. Die Alten, die Gebieter,
Sie fügten uns aus einfachen Teilen zusammen. So leicht zu brechen, so schwierig zu flicken. Das muss doch besser gehen. Wir sollten stärker, schneller und klüger sein. Ich hätte uns flicken können. Ich hätte uns verbessern können. Wir sind Blut und Knochen und Geist, Friedeswitt. Perfekt, so wie wir sind. Du hast so schöne Augen. Bring es zu Ende. Bitte. Und damit haben wir den Egel ausgeschaltet, auch genannt Schwester, wie hieß sie jetzt, Frieda oder so. Und damit ein weiteres Ordensmitglied. Ich muss nochmal zurück, das ist super, dann gehe ich mal eben auf Schnellreise. So, dann sprechen wir zum Abschluss noch eben mit dem einen Typen. Erke, genau. Wenn ich jetzt genau wüsste, wo er ist. Beste Chance. Das ist der andere. Erke, wo bist du? Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Es ist vollbracht. Ah, der Blutegel ist ausgeblutet. Hat er ja auch einen Namen? Eine Nonne mit dem Namen Friedeswitt. Was? Die gute Schwester? Das kann nicht stimmen. Sie war eine Heilige, eine Heilerin und... Götter, diese Woche ist wie ein Mosaik aus Scheiße. Dies ist ihr Arzneibuch. Ach so. Du kanntest sie? Sie half mir. Ein gebrochenes Bein. Ich dachte, ich verliere es. Aber nicht mit Friedeswitt. Man sieht nicht mal, dass es hier gebrochen war. Ab jetzt rinnt der Sand rückwärts. Ohne sie kehren wir wieder zur Vier-Säfte-Lehre zurück. Und das alles dafür. Geheimnisse der menschlichen Form. Wie sie Leben gerettet hat. Und wie sie sie beendete. Vielleicht die Raserei einer Wahnsinnigen. Es gibt nicht für jedes Problem eine saubere Lösung. Wohl wahr. Das stimmt. Mein Ruf beruht darauf, dass ich harte Lösungen finde. Ich kann damit leben. Das war ihre Lösung. Sie schrieb all ihre Ideen und ihre unredlich verdienten Einsichten nieder. Ich werde dieses verfluchte Machwerk verbrennen. Siehst du das auch so? Ja, wenn er sagt, er wird's verbrennen... Zu viele starben für dieses Buch. Es ist sein Gewicht in Blut nicht wert. Du hast recht. Es wäre, als würde man Strohhalme aus Kuhscheiße pflücken. Es hängt zu viel Schlechtes dran. Odin und Freya beurteilen den Wert eines Lebens. Keine dreckige Nonne. Ei, dann weg damit. Und erzähl niemandem davon.
Wenn du mich brauchst, ich bin in der Paulskirche und suche nach Hinweisen auf den Kompass. Danke für alles, Brugger. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich weiß noch nicht so richtig, ob man den Typ trauen kann oder nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall erstmal beobachten. Also der Spruch und erzähle niemanden davon, den fand ich jetzt wieder ein bisschen suspekt. Das klang jetzt so, so nach dem Motto, wir verbrennen jetzt die Beweise und ja. Aber so wie ich es verstanden habe, war das irgendwie ein böses Buch, wo ich weiß nicht, was alles drin gestanden hat und deswegen wollte ich es halt verbrennen. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt meint, dass man dem anderen nichts darüber sagen darf oder ansonsten niemand anderem etwas darüber berichten soll. Ob das jetzt so gut war, es zu verbrennen, ich weiß es nicht, aber zumindest kommen die Ordensmitglieder so nicht mehr da dran, falls sie das denn wollten. Ja, damit ist auch diese doch ziemlich lange Folge erstmal beendet und wir werden dann doch in der nächsten Folge erst die nächste Quest machen und uns um den Pfeil kümmern. Bis dann! Ciao!